Woher stammt King? Was ist seine Geschichte? Das alles und noch viel mehr nach einem kurzen Intro. In meiner letzten Theorie hatte ich ja erwähnt, dass King möglicherweise ein Himmelsmensch ist. Doch was, wenn dies nur die halbe Wahrheit ist? Was, wenn er halb Himmelsmensch ist und halb etwas anderes? Doch was könnte diese andere Hälfte sein? Wir haben in One Piece schon Charaktere gesehen, die auch Flügel haben. Aber keine Federflügel, sondern eher mehr Fledermausartige, so wie Magellan oder dieser Dude aus der Big Mom Bande. Sind sie eine eigene Rasse? Das Pendant zu den Himmelsmenschen? Ähneln Dämonen? Was, wenn King halb Himmelsmensch, halb Dämonenwesen ist? Federflügel wie die Himmelsmenschen, aber mit der Farbe der Dämonenflügel. Weil er anders war, wurde er, wie in meiner letzten Theorie, schon immer von den anderen gemieden und entwickelte aus Hass den Hang zum Foltern. Das war nur eine kleine Kurztheorie, eine kleine Erweiterung meiner letzten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch darüber freuen, wenn ihr einfach auf den Abo-Button klickt, damit ihr keine Videos mehr in Zukunft verpasst. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß. Und haut rein. Ciao.